Yes. We're back yet again with week two of The Voice Kids Germany blind audition. It was crazy. I'd like to thank The Voice always giving us permission to react to their videos. Thank you guys. If you have not subscribed to the channel, why are you waiting for? I don't know why, guys. My name is Jax. I am from London, but we love The Voice Kids Germany. We just do. We love it. Today we have 8 artists to show you from. Are you guys ready? Let's go. Go take your time. Yeah, man. No. Smooth like butter, like criminal undercover. Soft like trouble breaking into your heart. Cool shade stunner, yeah. Owe it all to my mother. Hot like summer, yeah. Makes me sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not charred into two. The E kind of off, but okay. Yeah. Oh. Come on, summer press, man. Give some girls some love. She's a good vibe, though. She's vibe. Ooh, careful. She felt that indeed. Hey, was ist das denn jetzt passiert? Mann, nee, du warst doch der Geilste. Mensch, der war schon vor dir. Du Scheiße. You know what, no. Linda always fight everyone, you know. Yeah, genau. Ah, ja. Hallo, wie heißt du und wie alt bist du? Ich bin Jana und ich komme aus Österreich, aus Vorarlberg. Und ich bin 11 Jahre alt. Das war ja mal ein ziemlich krasser Song. Ich war total überfordert, weil so viel passiert ist. Also, du hast eine super, super coole Stimme. Mega frech. Und du hast dich so selbstbewusst angehört. Und ich finde, das sind perfekte Zutaten für eine Sängerin. Priceless. Deswegen musste ich mich umdrehen. These experiences Danke. Indeed. Und was hast du mitgebracht? Ich habe so ein kleines Büchlein und dort schreibe ich Sachen hinein, die ich noch besser machen könnte. Oh, wow. Und ich wollte auch, dass ihr reinschreibt. Ich nehme schon mal. Dann kann Alvaro noch was sagen und ich schreibe schon was rein. Are you gonna read? Jana, ich habe wegen der Attitude gebuzzert, das muss ich sagen. Nicht Fokus auf Stimme, Spaß haben. Oh. Immer lächeln. Was steht denn da drin, Vincent, eigentlich? Es geht dich gar nichts an. Darf ich das vorlesen? Nein. Nein? Das ist geheim. Okay, dann schreibe ich jetzt noch was rein. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dein Tagebuch vorlesen würde? Linda goes something so. Mein Tagebuch her. I need work, but the moment I have this. Ich habe aufgeschrieben, geh nicht zu den Fantas. Das ist schon mal der erste gute Tipp. Jana, hattest du denn schon, bevor du gekommen bist, so ein bisschen so eine Idee in deinem Kopf? Nicht so richtig, nein. Okay. Ich habe geschrieben, bitte nicht zu den Fantas. Und als Tipp, auf deine Stärken konzentrieren und nicht versuchen, alles zu können. Ich werde was rausschreiben aus meinem Buch. I don't understand what she said, but... Ich nehme mich so ein Buch mit Weisheiten von dem Guru. Ey. Guru Smudu. Da stehen tolle Sachen drin, zum Beispiel. Es ist leichter, dreimal hintereinander zu gewinnen, wenn man schon zweimal hintereinander gewonnen hat. Und ich schreibe jetzt ein Zitat rein, Jana. Von den Fantas. Zweifelst du an deiner Power, powerst du nur deine Zweifel. Oh, das ist deep. Das ist aus dem Song, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.
von den Fantastischen Vier. Kenn ich nicht. Schluss hier. Ich habe nämlich auch einen schönen Spruch für dich. Oh, es oh ist, really? Nett, wichtig oh, zu sein. Oh, the Sunny, ne? Nett zu sein. Oh, the Sunny, the. Oh. Aber ich finde es richtig schön, was du selber da reingeschrieben hast. Autograph. Aber aufpassen, dass du nicht auf der Schreibmaschine bist. Okay, okay, Jana, du bist dran jetzt. Du musst leider aussuchen. Bist du bereit? Nein. Zweifel nicht an deiner Power. Who is she gonna pick, though? Du hast sie. Four judges turn for you, girl. Denk four an judges. Oh Gott, ich kann sie nicht aushalten. Jana, du schaffst das. Komm, Jana, das ist ganz leicht. Ich auch noch einen Spruch aussuchen. Hey, Bruder, jetzt mach deinen Buch von den Coaches raussuchen ist so wie Eier kochen. Jana, guck mal, wenn es leichter ist, wir gucken nicht, wir machen alle so und dann sagst du unseren Namen. Okay, 1, 2, 3. Okay. Michi und Smudo. Yeah, I thought so. I thought so. These guys are always getting people in. I don't understand that. Jana aus Vorarlberg. Always get people, guys. I don't understand. Like, and again, they won last year, the last season they did win. So people will be like, let's beat them again. But you never know, this year it's gonna be someone different, guys. So next one. Yeah. Oh, Jake's fine. Good. I remember this song. It's not James Bond, guys. I think the four is Adele, isn't it? Adele, that's a song. Anyway, let's go back to this. Well, that time has passed. Peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Is she shaking? The voice is shaking a little bit. Okay, she getting it, she getting it. Like, ooh, 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 ooh. Yeah, indeed. You gotta press that, guys. Yeah. Majestic, beautiful, beautiful, beautiful indeed. Yeah. Oh, she was nervous at first. She was so nervous, man. At the beginning, she was so nervous. She just elevated us, like, picked us up, she dropped us. Yeah. Woo! Winston did not play? Lina, sit down, Lina. I'm about to say, Lina, sit your ass down, by the door. Lina, sit down, man. Sit down, girl. Was machst du? Tissue. Get another one, just a bit. Get another one, girl. Hallo, Vincent, reicht jetzt. Kenn ich so einen Zaubertrick, wo so... Oh nein! Jetzt war das die letzte! Ja, Vincent, sit down, sit down. Hi, grüß dich. Erstmal willkommen bei The Voice Kids und willkommen in der nächsten Runde. Und sag uns doch mal bitte deinen Namen. Also, ich heiße Erika, ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Du hast dich ja an einen ganz schönen Schinken da gewagt, ne? Das ist ein mächtiges Lied, was man wirklich auch ausfüllen muss. Und ich finde, in den leisen Bereichen,
da war noch Raum, aber wenn dann die Sonne sozusagen aufging, dann hast du so eine Power. Hast du es immer schon, ist es dein Song oder ist es deine Art Musik oder singst du gerne so Power-Songs? Ich sing gerne Power-Songs. Ja, das hat man das gehört. Das hat man sehr gut gehört, ja. It's very, it is a Power-Song. It's a very Power-Song. Right. Powerful Song. Eine große Performerin und eine unglaubliche Sängerin und ein paar Töne hast du noch nicht ganz getroffen, yeah. Aber das kann man ja alles üben. Man kann immer besser werden, das weißt du ja. Vielen Dank. Ja, Ilka, ich fand es auch, die erste Strophe, die war noch so ein bisschen unsicher, aber als der Refrain dann losging, dachte ich mir, wurdest du ausgetauscht zwischendurch oder ausgewechselt, weil du wurdest immer so sicher und so groß und hast so gut geklungen. Also es war wirklich ein absoluter Power-Moment und dazu siehst du auch noch so cool und so stylisch aus und dann bin ich sehr gespannt, was in den Battles für eine Steigerung von dir zu hören sein wird, weil ich glaube, die wird gigantisch. Who's gonna pick though? Who's gonna pick? So, Erika. Jetzt musst du dich entscheiden. Du kannst dich auch für den entscheiden, der zuerst gedrückt hat. Also, ich gehe zu... Lena? Vincent. Ja! The teacher worked! The teacher worked! Herzlich willkommen! Ooh. So, the next one. The next one. Wie toll ich dich lieb hab, so toll, dass es sogar schon drückt. Das war schon. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab, einmal bis zum Mond und zurück. Ach, ich hab dich lieb, dass es kribbelt in den Zehen und das Kitzeln da am Bauch will nie mehr gehen. So lieb, dass du fast ein bisschen trick. Immer wenn du lachst, manchmal bist du weg und dein Platz ist leer. Dann wird in mir plötzlich alles schwer. Ich werd traurig und will nur die Sekunden zählen. Jeder einzelne, bis wir uns endlich wiedersehen. Ich schenk dir jeden Schatz, alles was ich hab, weil ich dich einfach noch mehr als alles mag. Werd dich immer hier in meinem Herzen tragen. Komm mal näher, ich will dir kurz was sagen. Weißt du, okay, that was a good smooth. Let's smooth it, smooth. So doll, dass es überall schon drückt. Nein! Weißt du, was nine means, guys? Linda always say it, guys. Einmal bis zum Mond und zurück. Und wenn ich dich auch mal vermiss, weil du so lange schon nicht da bist, dann flieg ich hoch bis zum Mond und nehm dich mit zurück. Weißt du, Beautiful work, girl. Lena's definitely getting her. That's for sure, guys. Dankeschön, Indy! Wie heißt du und wie alt bist du? Also, ich bin Tristan und ich bin 9 Jahre alt. Wow. Krass. Du hast es wunderschön performt, du hast es super, super cool gesungen und du hast auch mega cool gerappt. Und ich habe natürlich auch sofort geheult, weil ich das Lied selber so liebe. Also ja, es war richtig mega. Danke. Was sind denn deine Hobbys? Also meine Hobbys sind Schule spielen. Schule spielen? Das habe ich auch lange gemacht. Was ist denn Schule spielen? Machst du das Schule spielen in der Schule? Nein. Ah, okay. Würde ich zwar gerne, aber nein. Warte, habe ich das nicht verstanden? Was ist Schule spielen? Tristan, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Tristan, du weißt, was das bedeutet. Du kannst doch mit mir Schule spielen. Nein. Du spielst nicht mit mir Schule, muss ich mit dir selber spielen. Ist das Schule spielen für dich? Ich spiele lieber mit mir selber. Das, spielst du mit jemand anderem Schule oder nur mit dir selber? Also manchmal spiele ich mit imaginären Schülern. Siehst du? Aber auch manchmal mit Mama.
Cool. Aber Tristan, bist du dann eher der Lehrer oder bist du der Schüler? Ich bin der Lehrer. Oh. Ja. Ach so, okay. Alles klar. Also das heißt Ausgleich. Du gibst die Hausaufgaben dann, ne, Tristan? Okay, Tristan, das Krasse ist, das ist heute wirklich echt, was gerade passiert ist. Viererbuzzer hast du bekommen und das kriegt nicht jeder. Bist du denn bereit, uns eine Antwort zu geben, mit wem du ins Team gehst? Falls du noch nicht bereit bist, könnte ich dir anbieten, dass wir das Lied mal zusammen singen. Oh, 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 oh. Ich bin noch nicht bereit. Cool. They sing together. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Den Zehen. Aha. Und das Kitzeln da braucht für nie mehr gehen. Ja, ja. So lieb, dass yeah, yeah, was ein bisschen zickt. Immer wenn du lachst, ja, dann lach ich einfach mit. Manchmal bist du weg und dein Platz ist leer. Da wird in mir plötzlich alles schwer. Ich werde traurig und will nur die Sekunden zählen. Jede einzelne, bis wir uns endlich wiedersehen. Ich schenk dir jeden Schatz, alles was ich hab. Weil ich dich einfach noch mehr als alles mag. Werd ich immer hier in meinem Herzen tragen. Komm mal näher, ich will dir kurz was sagen. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. Und nochmal, noch einmal. Oh. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? So toll, dass es überall schon drückt. Yeah. Oh, I love this. Weißt du eigentlich, wie toll ich dich lieb hab? Einmal bis zum Mond und zurück. That was beautiful. That was beautiful. This is what this show is, one of the, it's the best, not just one, it is the best show in the world right now. In the world. Wirklich schön, the real Fantastic Four jetzt auf der Bühne zu erleben. Deswegen haben wir es von hier unten genossen. Weil es gibt natürlich Leute, mit denen man gut singen kann, und es gibt auch zwei Leute, mit denen man gut lernen kann. Schule spielen sozusagen auf einen, im musikalischen Sinne. Sind sehr streng auch, die beiden. Möchtest du einen strengen Coach haben oder einen nicht so strengen Coach? Winston? Lena? Ich glaube, ich gehe zu Lena. Ja! Yeah, I thought so. Dein Herz! Das haben wir noch gar nicht gefragt. Ich freue mich, dass du in meinem Team bist. Oh, du hast das so toll gemacht. Komm, wir machen doch zusammen ein Foto. Als Erinnerung. She loves taking those pictures in there. Dann gibt es ein kleines goldenes Ticket. Damit kannst du auf ein Konzert kommen. Von den Fantas? Und kannst Backstage kommen und dir das alles anschauen. Backstage. Und dann sagen wir nochmal Hallo. Wow, that's beautiful, that's beautiful. Einen riesengroßen Applaus für Tristan. Bis später, Tristan. Das hast du toll gemacht. I love this show. I really love, like, the way they changes. There are changes. These kids' lives. Know what I mean? It's life. Know what I mean? Like, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. So we support it. Know what I mean? We support it. This, the next one, our fourth one is Anna. Also gut, ich gebe es zu, ich war mal böse. Und mit Recht würde ich auch Let us with you now. Doch ich habe mich hört in letzter Zeit bekehrt und bin für manche gute Tat bekannt. Krasse Präsenz. Doch. It's Disney, right? Doch. Yeah, Disney. Und zum Glück verstehe ich auch was vom Zauber. Eine Gabe, yeah, die Disney, mir immer noch gefällt. Geil. Und darum hege ich einen Plan. Tue, was ich kann, für die vielen armen Wesen dieser Welt. Erbärmlich. Arme Seelen in Not sind überall. Und sie strömen her in Massen, schreien schnell ein Zauberwort. Und ich helfe klar, allemal. Und die meisten
werden alt, doch wer pünktlich nicht bezahlt, den erwartet, was wir This is all. This is all, guys. Fantastic stuff going on up in here. Doch die Mehrheit dankt es mir, eine heilige bin ich hier, für die armen Seelen in Not. Well, keep singing, girl. Keep singing. Summer's going to press. Don't be disappointed. Don't be disappointed. There you go. Ooh, ooh. Winston, man! Einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme, Ariel! Summer! Das ist wow. Ariel gewesen. Ja, ja, das war hier. Wie heißt du denn die? Ursula. Also Ursula heißt sie. Und wie heißt du? Ich heiße Anna. Hallo Anna, grüße dich. Yeah. Wie alt bist du, Anna? Ich bin 11. Und kommst woher? Ich komme aus Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Ja, du alles Anna, singst du bei Musicals oder so? Also wir haben eine Jugendmusikschule und da gehe ich in auch ein richtig cooles Programm, das ich auch nur jedem empfehlen kann. Ah ja, ich sehe schon eine richtige Showqueen hier oben. Und es sieht so aus, als ob ihr euch irgendwie so mit Team Fanta ein bisschen abgestimmt habt, mit den Sternen in dem Pulli. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt, da du sagst. Oh, again? Genau, wir haben ja auch so viele Sterne sozusagen an unserer Krone, weil wir schon so oft, ich habe aufgehört zu zählen. Nach dreimal Gewinn hört man auf zu zählen. Irgendwann ist es vorbei mit dem Zählen, ne? Ja. Liebe Anna, ich habe was vorbereitet für diese Sendung. Ich bin ja ein großer Disney-Fan, wie du vielleicht weißt. Und dieses Jahr habe ich auch einen Disney-Song vorbereitet und den habe ich mir aufgehoben für ein ganz spezielles Who's Talent. Who's in the pink, guys? Who's in the pink? Ist ein Ariel-Song. Oh, you wanna sing again? Anna, willst du dich auf den Stuhl setzen? Du darfst dich gerne hier hinsetzen. Oh, mit she's gonna the switch. The switch in places, ne? Welches das einzig richtige Team für dich ist. Okay, ich schaff das. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Stuff, isn't it neat? Wouldn't it make my collections complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you see, sure, she's got everything. Gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want a thing in a box? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. When is my turn? Wouldn't I love to explore the shore of a wish I could be part of your world. That's my girl. That is my girl, leader. Woo! Danke fürs Zuhören. You see what I'm talking about? The voice key in Germany. Oh, my days. It's breathtaking, man. Breathtaking indeed. Ja, Vince, was hast du jetzt da noch ins Rennen zu werfen, mein Lieber? Ich bin ja noch immer zum After Reden gekommen. After all that, you better pick up my Geoline. After the performance. Ich glaube, dass du in ein gewisses Team hier ganz, ganz besonders gehörst. Aha.
jeder von uns will dich im Team haben, aber ich finde tatsächlich, du passt zu Lena wie die Faust aufs Auge. Wie, du bewirfst also, dich jetzt? Luca, Lena, ich kann dir jetzt nicht. Dein Bass zurück? Lena, remind me my Bassan und Jacob. Ich kann dir jetzt nicht von nothing. Ich finde trotzdem, dass du mit Lena gut zusammenpasst. Ich finde, ihr liebt beide wirklich Ariel, ihr liebt beide Disney. Da kann ich leider nicht mithalten, aber wir können dich alle im Team natürlich unterstützen und würden uns freuen, wenn du das Team bereicherst. Lena. Vielen Dank. Ich hingegen würde sagen, Team Fanta ist super für dich, weil Team Fanta immer eine super Show macht. Team Fanta findet immer den Humor, den es auch bei Musicals gibt. Ja. Ja. Naja, was soll ich sagen? Er fällt mir in den Rücken. Ich weiß auch nicht, weil er es noch nicht verstanden. Wir arbeiten an einem Fanta-Musical übrigens schon seit geraumer Zeit, wie du weißt. Ich würde es sehr gerne sehen. Anna ist die Hauptrolle im Fanta 4-Musical und spielt die Fantastischen Vier. Let's get going. Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne Vielleicht sehen. Vielleicht ist sie die da zum Beispiel. Oh. Ah ja. Gutes Argument, siehst du? Ja, pressure, ja, pressure. She's under pressure now. Jetzt bist du dran, Anna. Ich gehe. Baby Lena, man. Baby Lena. Ich gehe zu Michi und Smudo. Das tut mir total leid. Vielen Dank, Anna. Nah, man. After all that she did, and did she get big? Unbelievable, guys. Unbelievable. This year's my thing. The next one, though. Let's go. Jacob. When I am gonna come down. When I'm going to land. I should have stayed on the farm. What? I should have listened. I'm not calling him. This guy's called Jacob, so. Wow. You know my son father's calling him. Me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing. Why do they have to hide him? Like, is it meaningful now, or you just want to see the audiences? Is it shy? He's got a totally different voice, like, unique. Is it gonna come up or not? They regret putting up pressing. Oh my God! Das Schöne an dem Vorhang ist, man weiß ja nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Wollte ich auch gerade fragen. Das stimmt. Wie alt ist denn derjenige hinter dem Vorhang? Oder diejenige. Ich bin 15. Oh, ja, das ist klar. Glaubst du denn, es hat sich jemand umgedreht? Ich hoffe zumindest. Und was glaubst du, wie viele haben sich umgedreht, falls sich jemand umgedreht hat? Ich schätze auf 2. This is different. Ich meine, wie fühlt sich das denn eigentlich an, hinter einem Vorhang zu singen und man sieht nichts? Und ist das so wie zu Hause unter der Dusche singen oder so? Ja, ist halt. His voice is deep, bro. Your voice is deep like me sometimes. Okay, vielleicht sollten wir uns gegenseitig erlösen. Aber wie heißt du denn? Sag doch mal vorher, wie du heißt. Ich heiße Jakob. Hallo Jakob. Kannst du ihn mal aushalten? Regie, Erlösung bitte. Reißen Sie die Dusche ab. Jakob! Oh. Wow. It did good. I guess we're shy. Krass.
Ich glaube, nicht nur wir drei, sondern auch alle hier im Raum würden es gern sehen, wie das aussieht, wenn du das singst. Vielleicht machst du es nochmal. When are you gonna come down? When are you going to land? You know you can hold me forever. Yeah, he gets shot. Stage friends. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing. Oh, beautiful, beautiful, man. Beautiful indeed. Beautiful, beautiful indeed. Beautiful. There's emotion, like, not just the way he's singing, like, the way even he looks when he's singing. It's just, yeah. Electrical, electric, electrical. Du bist absolut verdient, Voice, weil deine Stimme ist so einzigartig, das ist wirklich unglaublich. He's shy, definitely. Yes, shy. Ich nehme an, du hast auch Gesangsunterricht, richtig? Ja. Und hast du den schon vor dem Stimmbruch angefangen oder erst als du gemerkt hast, oh verdammt, habe ich eine tiefe Stimme, ich sollte Sänger werden? Oder wie war das? Nein, ich singe schon etwa seit ich 4 bin ungefähr. Oh, wow. Was? Kommst du aus einer musikalischen Familie? Ja, meine Eltern singen auch beide und mein Bruder auch. Und hat dein Vater noch ein bisschen tiefere Stimme als du? Ja. Wirklich? Krass. Aber ist dein Daddy da? Ja. Kann der mal kurz hochkommen mit? Ja, ich weiß nicht, was er sagt. Go, go, rein und es geht in und dann. Hey, schönen guten Abend. Hi. I got you. The more I'm gonna watch this, the more I'm gonna understand Germany. You know what I mean? Ich bin der Frank. Oh, wow. Mein Frank, hab ich schon gehört. Wie wär's denn, wenn die beiden Herren mal was zusammen, was ganz Tiefes zusammen singen würden? Ja, gerne. Ja? Are they gonna try and sing together? Ihr kennt es doch auch. Dieses Mada Mada. Mada Mada. Oh mein Gott. Mana mana. 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 Imagine you come here, I was not planning to sing up in here. Ein großer Applaus für Frank, meine Damen und Herren. Bravo, bravo. Who do you pick, man? Who do you pick? Aber Jakob, ey, wir spannen euch und Jakob und alle viel zu doll auf die. Ja, bitte, ich möchte jetzt auch gerne, dass Jakob sich mal entscheidet. Ja. Michi, Bodo. Ich denke, ich entscheide mich für Vincent. Ja! Vincent goes summon today? Yeah, Vincent. Dankeschön, mein Lieber. Yeah. Herzlich willkommen. One thing I have to give to those musicians, though. The band, the one that playing the instrumental at the back, they have to know multiple tracks of music and music. They must be so talented. They can sing anything they judges. Just throw at them. Because the judges are very, what would you call it? Unpredictable. They come in and out like, with ideas. Oh, I'm going to sing too. I'm like, wait a minute. You don't need this shit up in there. You're not doing this. But it's just weird to me. Know what I mean, you must be, you got to give kudos to those musicians. You got to give them a round of applause, man. They're very, very talented. Eminem again. Again, yeah. Oh. May I have your attention, please? Yes, sir. May I have your attention? You better please? Be good. When they want Slim Shady, please stand up. We're gonna have a problem here. What up? You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys keep deciding to get your cheers so you can see me here next time. Don't bring in space. I'm sick, you'll be a girl, my boy.
So all you do is annoy me. So I haven't planned. Better know you. Just like me. Just like me. Don't give a L on me. Just like me. Walk, talk, like me. Just might be the next best thing. But I'm not me. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. Or you're the Slim Shady. Or just Slim Shady. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. They love Eminem and Jim, and innit? Then I'm gonna stand up. Please stand up. Please stand up. Please stand up. I'm like a head trip to listen to. Cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the bone say. I just get the mic and spit. Whether you like to know, I just did it better than 90% of your friends. But in the app there. And you wanna help them kids eat up these albums like gadgets and every single person in the Slim Shady lurking. He could be working at Burger King. Ooh, they're breath for them. From the parking lot, circle and scream it. I don't I'll give a damn. Spin those down, the system up. Will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up? You're proud to be out of your mind and out of control. And one more time, out as you can. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you are the Slim Shady. Hey, Trixie, so we can guys. Oh, the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you are the Slim Shady, the just imitating. So oh, the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Please stand up. It wasn't great, but he did his thing. He did his thing, man. That's a hard song to sing and to twist it. Wow. Wow. And their breath. Their breath in that. You gotta work hard for that. Du bist Heider. Sag mal erstmal, wie du heißt und wie alt du bist. Ich heiße Leon und ich bin 13 Jahre alt. Leon. Hey, Leon. Yeah. Leon indeed. Wow. Timing on point. Danke. Lyrics on point. Alle Tonalitäten on point. Yeah, he did his thing. Fantastic. Ich hab die ganze Zeit gedacht, so, wo holst du das denn alles her? Also, wow, unglaublich. I'm Gums. Danke. Leon, ich muss auch eins sagen. Wir haben wirklich wild diskutiert da hinten. Und dann kommt ein Rapper auf die Bühne, der auch was kann. Ne? Und alle sagen, okay, jetzt drehen sich die Fantas wieder um und dann geht der Rapper zu den Fantas. Das ist, ich weiß nicht, ob das arrogant ist von uns, aber das ist sowas. So, it's giving him advice, I'm assuming. Es ist am nächsten so dran. Emma letztes Jahr hat auch Eminem gerappt und so. Und ich möchte mal sehen, wie das die anderen Teams machen mit einem Rapper. Ah, ja. Und es hat nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern ich möchte mal gucken, liegt es auch an uns, dass man mit Rap die Staffel gewinnen kann? Ach so. So ist es. Aber mir hat es auch ein bisschen Quäntchen noch gefehlt. Ja, okay. Jetzt ist aber auch mal genug. So. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, Lady talks everyone, man. She talks everyone in it. Ein bisschen mehr zeigst, dass du auch singen kannst, weil es wird hier auch darum gehen, dass du ins kalte Wasser geschmissen wirst und nicht nur 100% rappen können musst, sondern auch die ein oder anderen Parts singen musst. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass du mir das hier gezeigt hast. Aber das Gute ist, du wirst es in den Battle zeigen. Also ich und wirst dafür ein fantastisches Team haben. Ich habe das gehört, dass du singen kannst, weil du ganz genau wusstest, wie du deine Stimme einsetzt. Und du hast sie total präzise eingesetzt. Deswegen konnte ich ganz genau hören, dass du auf jeden Fall auch singen kannst. Danke. Danke, Indy. Danke, Indy. Ja, it looks like it's that though, without the hair. Nicht unbedingt singen. Ich finde, wenn deine Stärke Rap ist, dann will ich auf jeden Fall deine Stärke Rap fördern. Und wir finden auf jeden Fall in den Battles eine coole Konstellation mit den anderen Kids, damit wir was Schönes machen zusammen. Das wäre meine Strategie. Danke. Aber ich finde, Leon, Eminem ist wirklich eine der krassesten Disziplinen, die es gibt bei Rap, weil er so schnell ist und weil einem nicht erlaubt ist zu atmen, finde ich, in den Zeilen, wie bei Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation. Oh! Liz, hey, don't be hating up in here. Weiß ich nicht weiter. Aber Leon, rappst du auch irgendwie auf der Straße oder mit Freunden oder im? Wie kommst du dazu, dass du hier uns eine Eminem-Nummer hinzauberst? Also ich habe immer The Voice Kids geschaut, ich habe euch gesehen und dann habe ich begonnen, eure Lieder zu hören und alles zu singen von euch. Also die da, sie ist weg und all und noch ganz viele Lieder. Oh, nein.
Und dann habe ich auch noch andere. They're gonna miss out. Armishi and Mudo, they're gonna miss out nehmen, man. They needed this guy, man. Also das rührt mich. Und fandst du es besser dann, ne? Dass du zu. Nein. Dass du zu. You're number one fan, man. Das finde ich wirklich cool. Vielen Dank dafür erstmal. Wirklich sehr schmeichelhaft für uns. Das, ich entschuldige mich nochmal, aber. Ich finde es richtig gut, dass es so passiert ist dieses Jahr, weil wir auch eine Chance haben. Endlich. Oder? Endlich. Und jetzt darfst du dich für einen von uns entscheiden. Wir lassen dich beide nicht hängen. Wir sind beide für dich da. Ja. Das ist schwer. Ich gehe zu. Come on, Avera, man, come on. Das ist so spannend. Das ist wirklich spannend. Alvaro. Yeah. I knew this. Mega, ey. Vielen Dank. Ach, cooler Typ, ey. I knew this. But if Michi, is it Michi and Mudu turned around, he would have picked them. That, they would have been actually the best mentor for him. But they didn't, so yeah. Anyway, let's go to the next one. Jede Nummer von Topmodel-Typen in deinem Handy. Hast doch nie einen Kopf bekommen, außer dem mit Präsenten. Würd mich nicht mal wundern, wenn du plötzlich Präsident bist, weil jeder trägt dich sowieso bedingungslos auf Fan. Und du weißt, wie das geht mit diesen Steuern und Finanzen. Hast von jedem gut laufen, Unternehmen kriegst dich da als Geschenk, kriegst da als hin. Bis Weihnachten nie zerrissen, weil deine Eltern noch zusammen sind. Die Striegel und faltenlos geworden. There's something missing for me. For me, there's something missing on the voice. She had the energy before. The energy dropped. Yeah, they're good for her. For her. Yeah, Michi and Mudo, they're good for him. For her. Smudo, yeah, there you go, Smudo. Michi and Smudo. I'm finding it hard to spell their names. I don't know why. Listen, is that what we're doing, is it? Is that what we're doing? Last minute, don't call you, care? Oh, the granny, like, yeah, that's my baby girl. Wow. Gosh. Wow. Three judges. Three chairs turn for her. She started really good, then she drew up bars. Then somewhere down the line, she elevates herself again. So, Jesus Christ. Wow. 11 Jahre alt, Rosalie. Also, wie kann man denn mit 11 so cool sein? Cool auf die Welt gekommen. Und they're good. So Michi and Smudo, cool, they're good for her. In my opinion. In my humble opinion. Immer noch krasser, Leute. Ist ja irre. Mach doch mal ein bisschen Lärm für Rosalie, das war. Was für Songs singst du denn sonst so gerne, wenn du jetzt nicht das singst? Johannes Oerding. Okay. Sozusagen. Kennst du den? Ist quasi mein großer Bruder. Ja, kenne ich auch. Wir kennen alle Johannes Oerding. Ja, aber ich habe schon mit dem. Auch, ich habe auch sein Johannes Handynummer. Das ist kein Argument. Also ich bin so gespannt von dir, eine deutsche Ballade. Lieder, it's just the first, feisty, man. Ich schreibe auch so deutsche Balladen selber und so. Du schreibst mit 11 Jahren schon selber? Bist du denn schon so weit, dass du jetzt hier was zeigen könntest, was du selber geschrieben hast? Ja. Ja, das wäre toll. Ja, ist nervig. Aber würdest du das einfach a cappella, also ohne Begleitung singen? Oder wie könnten wir das? Also ich begleite mich selbst auf ein Klavier oder Gitarre dabei. Ja, dann bringt mal ein Klavier, Leute. Ja, na klar. Ich will nur a cappella. Ich möchte ganz kurz eine wichtige Frage stellen. Du bist 11 Jahre alt. Das heißt, wenn du Songs schreibst, wie jetzt... In der Pianist, wo bist du? Das ist so ein Song, den habe ich neu geschrieben. Ich glaube, der ist, keine Ahnung, höchstens eine Woche alt. I mean, like, this show is full of surprises. I've been here, guys. Bisschen Richtung
Depression. Das okay. ist Und wie heißt der Song? Ich hab noch keinen Namen. Okay. Sie scheint, aber sie ist ein Scheinbörse. Mit Elf würde ich Songs schreiben wie Wassereis ist zu teuer, wäre zum Beispiel ein Song von mir. Okay, Rosalie, wir sind, glaube ich, gespannt, was du performst. Viel Spaß. She can play, no? She really can play, nice. Wenn das Leben dich verfolgt, die ganze Welt dir um die Nase fliegt, du einfach nur noch Ruhe willst, aber es jetzt nicht mehr leise wird, gepusht wirst von Leuten, die sagen, aufsteigen, absteigen, Stimmen im Kopf, nicht hoffen, bis sie dein Herz erreicht, bis am Ende deiner Kräfte, bis am Boden zerstört, kommst nicht hoch wie festgenallt, rufst um Hilfe, keine Antwort, kannst dich atmen, ringst um Luft und dein Herz wird immer schwerer, glaubst du, kannst du nicht mehr leben, denn es gibt keinen Grund mehr. Hab's immer gewollt, doch hab's gewusst, dass es mit uns, ey, das ist so unfassbar, hier ich nicht sein muss. Gänsehaut. Red dir nicht sein, mach dich nicht verrückt. Wow. Denn was du gibst, kommt immer wieder zurück. Du suchst das Glück. Macht sich nicht verrückt. Du suchst das Glück. Yeah. Macht sich nicht verrückt. She definitely made him smoother. Ein Taschentuch für Smudo. Ja. Yeah, das rührt mich ja wirklich zu Tränen, Rosalie, vor allem deshalb, wenn ich gerade noch Witze gemacht habe. Als Elfjähriger hätte ich Lieder gemacht über den Preis des Wassereises und dass Mama sauer ist. Aber ich sag's euch, Mädchen sind was anderes für Jungs. Auf jeden Fall. I feel it. Mit elf so große Gefühle in sich zu haben, ich heute gleich richtig. Ja. Und ins Klavier zu drücken, leck mich am Arsch, ey. Du, Lina Chuba, da ist Lina Chuba. Hat schon lange niemand mehr geschafft, Rosalie, Bruder zum Heulen zu bringen. Team Alvaro hat heute offiziell versagt. That was beautiful. Die Angst schlummert in mir, weil du jetzt so Johannes Oerding gesagt hast und deutsche Ballade und so. Ich begebe mich hier auf gefährliches Terrain. Ich will dich aber wirklich in meinem Team haben. Ich singe jetzt auch eine Ballade für dich, weil ich möchte es wenigstens versucht haben. Die einzige Ballade, die mir jetzt einfällt, ist Vampire von Olivia Rodrigo. Okay. Wow. Aber ich kann den Text nicht und ich weiß nicht, ob ihr das spielen könnt. Ja, das ist selbstverständlich. Macht mal Lärm für unsere Band. See what I'm talking about. Unpredictable. Like, imagine me those musicians. Wenn du magst, kannst du dich dann bei Lena in den Stuhl setzen schon mal. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich den Text nicht kann. Geht's dir gut? Ja. Könnt ihr das mal anspielen, in welcher Tonart das jetzt ist? Hate to give the satisfaction asking how you do it now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. Wow. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture and souls in some forbidden paradise. I loved you truly. Gotta laugh at the stupidity. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange, but you only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for power.
bleed me dry like a goddamn vampire. Damn. Yeah. Yeah. Es war nicht perfekt. Es war unfassbar. Aber es war mit viel Liebe. Aber war wirklich gut. Wow. So, wie lange machst du das denn schon? Nimmst du Gesang? Das ist satirisch. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Guck mal bitte. In der Zeit, in der du den Text rausgesucht hast, hat Rosalie wahrscheinlich schon zwei neue Songs geschrieben. Come on. Ich bin so beeindruckt von dir. Mit 11 Jahren Songs zu schreiben, sich selbst zu begleiten am Klavier, so zu singen, so viel Gefühl reinzubringen und dann auch Texte zu schreiben, also die so viel älter und so viel reifer sind, als man eigentlich mit 11 ist. Ich liebe deutsche Balladen. Ich fühle mich in dem Terrain sowas von zu Hause und würde mich so freuen, wenn wir das zusammen machen könnten. Du kannst natürlich alles singen, was du willst in den Battles. Shut up. Aber ich liebe das. Ich finde das so berührend. Hast du nicht gesehen, wie ich gerade deutsche Musik und jetzt, das selbst zu schreiben, berührt einfach. Und das ist wunderschön. Und Rosalie macht das in Perfektion und ich liebe es. Und das kann man doch einfach mal sagen. So. Aber Rosalie, guck ihm nicht in die Augen. Nein, nein. Er ist eine Schlange. So, das steht für die letzten beiden Male. Wow, he's got two extra on this stars. Und wir haben nur darauf gewartet, endlich die richtige Person zu finden fürs dritte Mal. Das ist für dich. Wow, come on now. Danke. Immer jetzt packt ihr hier alle aus. Also pass auf, wir haben anything else? Anything else? Wir haben einen langen Monolog gehört, wie toll alles ist und wir haben dich singen gehört. Ich finde, alles aufs Parkett geschmissen. Und jetzt finde ich, ist es Zeit, Rosalie, dass du dich entscheidest. Keine Ausrede. Du musst das machen, was du denkst, wo du gerne weitermachen möchtest in dieser Show, in der du klar gut platziert bist. Ich kann es nicht ertragen. Who's you gonna pick, guys? Schwierig. Team Alvaro. Yeah. Hast du Pech gehabt? Ja. Yay, it's your fault. Ja, ja, kaputt. Also ich finde, mit dem Stern ist es jetzt irgendwie Vincent, so, lass mal Rosalie. Ja, aber so ein Stern von aber jetzt Vincent! Ist, was sollen wir haben? We need to pick one. Hallo, jetzt lass auch mal Rosalie. Die Karten sind gespielt. Nee, wir wollen jetzt hören, was ja, du willst. Ja, wir wollen jetzt Rosalie. Oh. Ich geh zu Vincent. Ja! Oh man, Linda! A song for this girl! Like, I already knew it when Vincent pressed. She was like, she already made up her mind before everything else, guys. She did already, guys. Anyway, let's go back to the last one. Ever, let's go. Let's go! Victoria. She's nervous. Stars shining bright above wow. You. Night breezes. She reminds me of Emmy Winehouse. Like, there's no effort in it. Look, she can sing without any sweating and stuff. Yeah. Wow.
Shit, like, I can do this for lunch, for breakfast, for dinner. Like, I don't need to sweat. Just, she's so relaxed. Herzlich willkommen bei The Voice Kids. Wie heißt du denn? Ich bin die Vicky. Ich bin 15 und ich komme aus Oberösterreich. Du siehst super aus, Vicky. Ja, danke. So cooles Outfit. Dankeschön. Du kannst richtig cool singen. Ja, na klar, aber deswegen haben wir gebuzzert. Machst du denn Fashion oder bist du irgendwie... Ich würde sagen, dass mein Hobby ist. Also ich mache es gern und... Mega. Ja. Machst du auch sehr gut. Singen und Fashion auf jeden Fall. Danke. Das war so schön. Du hast das mit so einer... Tollen Ruhe gesungen und genauso wie man dir ansehen kann, dass du deine Individualität nach außen trägst mit deiner Mode, hat man es dir auch angehört, dass du deine Stimme super individuell einsetzen kannst und das Lied einfach zu deinem gemacht hast. Es war ganz haargenau dein Lied und trotzdem, ich gehört habe, dass du zweimal gehustet hast und anscheinend Probleme hattest und einen Frosch im Hals hattest, hat man es dir nicht angemerkt. Es hat sich ganz toll angehört. Du bist super professionell gewesen, ganz ruhig geblieben und ich finde das total krass, was für eine fertige Künstlerin du schon bist. Das ist ja mega. Danke. Ja, Vicky, ich habe mich erst sehr, sehr spät umgedreht, aber weil ich einfach so verträumt und verzaubert auch war. Also es ist einfach so schön, deine Stimmfarbe ist ja dein Markenzeichen. Und wenn da so ein paar Töne drin sind, die mal links und rechts daneben schießen oder hochschießen und man sich räuspern muss und so, das ist überhaupt nicht schlimm, weil du bringst ja all das mit, was man hier braucht. Und es geht einfach um die Stimme und die bringst du zu 1000% mit. Die ist so besonders, die ist so einfühlsam, die ist so warm. Man fühlt sich richtig umarmt von deiner Stimme und fühlt sich richtig mitgenommen. Und ich fühle mich da einfach, als wenn ich alles machen könnte und mich alles trauen könnte auf der ganzen Welt, sobald du singst. Ja, das stimmt aber echt. Das ist so ein bisschen so wie in der Wolke fliegen. Und das es hat sich super gut angefühlt. Deswegen habe ich auch als Erster gedrückt. Mir war irgendwie egal, ob danach noch hohe Töne kommen und wie sich das entwickelt. Weil was ich gehört hatte in den ersten Zeilen, war für mich schon genug. Was ist denn dein Musikstyle? Was singst du denn gerne für Lieder? Mehr so 60er, 70er. Habe ich irgendwie gedacht. Ja. Ach, cool. Also so Carole King, Joni Mitchell, so Sachen. Nicht schlecht. Ich bin auch ein großer, großer Fan dieser Joni Zeit Mitchell, der Musik. Ja? Und ich könnte mir super gut vorstellen, wie du zum Beispiel auch gut Mac singen könntest. Ja. Ich sehe dich auf jeden Fall und ich höre dich. Und ich würde unglaublich gerne mit dir zusammenarbeiten. Liebe, liebe Vicky. Hattest du schon so ein bisschen so eine Idee, als du herkamst? Ja, schon. Hat sich die Idee denn umgedreht? Ja. Hast du zu dieser Idee schon was gesagt? Who's she gonna pick? Who's she gonna pick? Nee. Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Vicky, ich will dich wirklich ganz, 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 ganz dolle in meinem Team. Ich lass dich nicht hängen. Ja, wie krass. Ja. Vicky, ich meine, allein wegen den Outfits. Wow. Wenn du ready bist, dann kannst du es gerne sagen. She's definitely going for Lena. I wanted to go Lena. Oh, actually, Alvaro. Ich hab ein Taschentuch. Alvaro. Oh, hast du Alvaro gesagt? Yeah. Here we have it. Week 2, guys. Week 2. So, I truly think, like, what's her name? Lena go. Wrong done by? She performed 2 songs for 2 kids. They both turn it down. All that energy, all that lavish skill set, all that. Anyway, guys, thank you for tuning in. But this week 2 as week 1, beautiful. Beautiful indeed. C'est bon. Thank you, guys, for tuning in. And also, guys, do let me know who's your favorite and also who's the top 5 below on the comment below. Just let your boy know. I need to know what's your top 5. Who's your top 5? You know what I mean? Let me know below. And guess what? We'll see you next week for the week 3. Thanks for tuning in. Peace.